einfach als Respekt für die Zuschauer. Ich habe meinen schönsten Anzug gezogen. Sonst bleibe ich immer im Schrank. Matrosen-Shirts habe ich vielleicht 25. Eins, zwei oder drei Küsschen zur Begrüßung. Ich komme aus Paris, das heißt zwei Küssen. Wenn ich Urlaub in der Bretagne mache, dann bekomme ich drei Küsschen. Manchmal ist es sogar vier, ja, in manchen, genau, Regionen. Manchmal auch fünf. Wir Franzosen, wir sind auch verloren. Du willst eigentlich aufhören und die gehen weiter. Und okay, wie viel dieses Mal? Nutzt ihr es manchmal aus, dass alle bei eurem Akzent dahin schmelzen? Oh, nein, nein, nein. Ja. Ja. Ja, schon. Ja, bei einer Frage, Krankenkasse, keine Ahnung. Aha. Man versteht ja sowieso nichts, was alles ist, das Administrative. Und also ich habe schon mal ein bisschen übertrieben mit dem Akzent. Mhm. Muss ich ehrlich sagen. Man muss das manchmal nützen, ne? Ja. Also. Tut uns einfach super schwer, den Akzent zu verlieren. Und deswegen fallen wir immer auf. Keiner flirtet charmanter als ihr. Paris ist die Stadt der Liebe. Ja, ich denke, wir sind Romantiker. Man hört immer, dass die Männer in Frankreich mehr am Flirten sind und dass es in Deutschland eher umgekehrt, dass die Mädels mehr flirten. Ja, stimmt. Die Mädels, die müssen immer den ersten Schritt machen, ne? Ja, ja. Franzosen bei einem Date zeigen viel mehr Interesse oder kleine Sätze. Und die deutschen Männer geben das Gefühl, dass man beim Bewerbungsgespräch ist. Ja, ich meine, es ist eine Lieblingsbeschäftigung der Franzosen. Wie oft gibt es Käse, Rotwein und Baguette? Bei mir persönlich dreimal am Tag. Mit Rotwein? Mit Rotwein einmal am Tag, meistens abends. Bei mir in Frankreich gibt es Käse für Frühstück, dann für Mittagessen, dann für die Pause um 16 Uhr. Und für den Abendessen. Egal, woher man kommt aus Frankreich, egal ob typisch französisch, typisch bretonisch, typisch marokkanisch, wir lieben das Essen von allen Kulturen, die in Frankreich sich entwickelt haben. Hauptsache, es wird gegessen und wir nehmen uns Zeit, um zu essen. Gutes Frühstück, gutes Mittagessen, gutes Abendessen. Drei Gänge Mittag, drei Gänge Abend. In Deutschland, ich habe schon Angst, wenn ich in ein altes Heim gehe, es gibt Abendbrot. Und Abendbrot macht mich Angst. Statt zu arbeiten, streikt ihr lieber. Wenn es was gibt, was uns nicht gefällt, dann wollen wir das zeigen, ne? Und das wollen wir auch zeigen. Das ist auch für uns super wichtig. Es gehört auch dazu, dass man guckt, wie kann man das Land verbessern und den Arbeitsmarkt. Man kämpft für seine Idee und man will seine Meinung geben. Ohne zu sagen, politisch welche Partei man wählt, aber man sagt, man ist nicht einverstanden mit der aktuellen Entscheidung. Warum sind Franzosen so arrogant? Ja, findest du, sind die Franzosen arrogant? Wir sind nicht arrogant, wir sind selbstsicher. Kommt drauf an, vielleicht in welcher Region. Wir kommen von Norden, sind wir vielleicht ein bisschen lockerer als in Süd, wo die haben ein bisschen mehr Charakter. Ja. Wir haben schon die Tendenz zu sagen, bei uns ist das besser. Und was die Küche betrifft. Und vielleicht ist es auch mit der Sprache verbunden, dass viele Franzosen nur Französisch reden. Viele Franzosen sind Sprachmuffel. Ich hatte schon mal einen Schaffner im Zug, im TGV sogar. Und da waren zwei Reisenden aus England und hatten eine Frage auf Englisch und der Kontrolleur konnte gar kein Englisch. Das stimmt, dass wir die Fremdsprachen sehr schlecht sprechen eigentlich. Ich glaube, bei unserer Generation, die meisten werden schon Englisch können, also verstehen können zumindest. Wir haben so viele Touristen, die müssen die pflegen, ne? Sonst können die wieder weg. Das war die letzte Frage. Bien joué.